Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Mein Gott, die Musik klingt echt trübe. Warum habe ich die Musik so umgeändert? Egal. Ja, wir sind hier im Versteck. Wir haben in der letzten Folge unseren Onkel hier getroffen oder wieder gesehen, nehme ich an. Und ja, der hat uns ein Boot zur Verfügung gegeben, mit dem wir den jetzt weiß gar nicht auf welchen Kristall die es abgesehen haben, hier irgendwo, ne? Hier, ich nehme an, das hier soll das sein, ne? Wir müssen dann hier hin, ne? Und ja, unser Onkel hat uns geglaubt, dass wir in Wirklichkeit Clive und Jill sind, ne? Und so, ne? Ich wusste nicht, ob der die auch gekannt hat oder so, aber ja, der hat uns vertraut und uns geglaubt und hat uns jetzt ein Schiff zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, ob wir, ich nehme an, wir müssen hier rein, ne? Obwohl, das sieht so weit entfernt aus, deswegen nehme ich an. Ist mir noch nie aufgefallen, ne? Aber stimmt, das hier sind die Kristalle, ne? Hier war ja einer, hier war ja direkt einer so dran, ne? Dann ist hier einer. Hier ist einer. Feuer. Sieht aus wie Feuer so, ne? Aber kann natürlich auch nur Ästhetik sein, ne? Ich habe gedacht, es gibt 5 Kristalle. Wo ist denn der 5? 1, 2. Einer ist kaputt. 4. Wo ist der 5? Hier? Soll das der Kristall sein? Weil normalerweise im Final Fantasy, ich nehme an, das ist der Erdkristall, ne? Weil er hier unter Erde ist, ne? Haben sie noch gar nicht ausgebuddelt oder so. Boah, Entschuldigung. Boah, ich weiß nicht, habe ich irgendwie verschluckt oder irgendwie so, keine Ahnung. Musste auch schon ein bisschen kursten gerade vor dem Part. Und ja, normalerweise gibt es immer nur 4 Kristalle, wenn es irgendwie so um Kristalle geht in Final Fantasy, ne? Und ja, von daher bin ich ein bisschen verwundert, dass es hier 5 gibt in dem Spiel. Aber okay. Ich wollte noch mal kurz gucken hier bei dem Moge. Ich glaube, da haben wir schon letztens geguckt, aber lass mich trotzdem noch mal gucken, ne? Ich glaube nicht, dass da neue Sachen sind. Okay. Gut, wir müssen mit ihr hier reden, damit sie uns hier nämlich mal einen Ladebericht gibt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Und sagt, was wir machen sollen und so. Es rührt mich, dass du meine Gesellschaft so schätzt. Im Moment brauche ich. Man kennt ja, wenn er so Schleim im Hals hat. Jetzt nicht, weil er erkältet sei oder so, sondern einfach nur so, irgendwie, weiß ich nicht, falsch. Was gibt es denn heute? Geschluckt oder getrunken habt oder irgendwie so. Erzähl mir bitte von ihm. Der ganze Hals ist einfach nur so voll mit Schleim. Drachenhauch, nehme ich an. Zum Mutterkristall inmitten der siedenden See. Es gab eine Zeit, in der ein jeder Rosaria für einen Besuch nur den Wellen trotzen musste. Aber die Eisernen hatten andere Pläne. Also geht uns echt jetzt hier. Wie du weißt, herrschen die Eisernen oder vielmehr ihre religiösen Führer über die Inseln im Westen Stürms. Anders als in Sanbrek wird Religion dort nicht nur als Werkzeug zur Manipulation der Massen missbraucht. Mhm. Also die Typen, die irgendwie Jill versklavt haben, ne? Im Spiel gibt es so ein Journal, da habe ich noch kurz mal so durchgelesen, ne? Nicht so auf dem Laufenden bin. In ihrer Lehre ist die Verehrung der Mutterkristalle ein zentraler Glaubenssatz. Kein Wunder, dass es ihnen missfällt, wenn Ungläubige die Heiligtümer ausbeuten, um mit deren Splittern Wannen zu füllen und Lampen zu entzünden. Äther ist in ihren frommen Augen ein sündhafter Stoff. Ja, sogar ein Gift. Also daher kommen diese ganzen Kristalle. Für sie Instrumente des Bösen. Die nehmen einfach irgendwie so ein paar Kristalle von dem Dicken. Doch auch selbst zunutze machen. Vor nun gut 80 Jahren im Norden Stürms ist Drachenauge erloschen. Und die Armeen der nördlichen Gebiete marschierten auf der Suche nach Äther in Richtung Rosaria. Unerbittlich von der Fäule getrieben. Als die Schilde des Phönix ausrückten, um sie abzufangen, sah das eiserne Königreich seine Chance. Es nutzte die Gunst der Stunde, um seine Krieger nach Drostanus zu entsenden und die Insel mitsamt ihrem Mutterkristall Drachenhauch an sich zu reißen. Über die Jahre sind die Rückeroberungsversuche zum Erliegen gekommen. Zu deinen Lebzeiten hat dort kaum ein rosarischer Soldat mehr Fuß an Land gesetzt. Und nun, da Rosaria von Sanbrek annektiert wurde, haben die Eisernen erst recht nichts mehr zu befürchten. Also bleibt ihnen ihr Sprungbrett zum Festland erhalten,
während sie auf den richtigen Zeitpunkt für ihren nächsten Kreuzzug warten. Also die haben das Land von uns weggenommen und hocken jetzt da auf dieser Insel und haben den Kristall besetzt. Der Mutterkristall, also ist das gar nicht mehr unser Land, oder was? Nicht nur von religiöser Bedeutung, sondern auch ihr Tor zum Festland. Daher betrachten sie Trostanus als heiligste Erde. Eines Tages soll die eiserne Flotte von dort aus in See stechen und alle anderen Mutterkristalle erobern oder untergehen. Mein Vater und mein Großvater haben beide mit den Eisernen gekämpft. Alles nur wegen Drachenhauch. Ohne die Geschehnisse am Phönixtor hätten wir die ganze Flotte ausgeschickt. Stattdessen schickten sie ihre Flotte gen Rosaria, nahmen die Hauptstadt ein, töteten die Männer und raubten die Frauen, einschließlich Jill. Warte mal, wo ist denn das unsere Mutter? Niemand könnte dir ein paar Rachegefühle verübeln, Clive. Ich dachte, die war die ganze Zeit hier in der Hauptstadt. Mein Ziel ist einzig. Ist ja irgendwie alles am Leiten und so. Aber trotzdem danke. Hier gibt's nichts mehr zu tun. So politische Geschichten sind mir immer zu hoch, ey. Gott. Ja, stellt euch jetzt mal Fire Emblem vor. Als die noch ein bisschen mehr politischer waren, ne? Von der Story her. Engage war ja mehr so, weil so Anime-Plot, ne? Da gab es ja irgendwie nichts an Politik. Ich habe gehört, Fire Emblem Engage ist nicht so gut angekommen. Und hat sich nicht so gut verkauft wie Three Houses, was zu erwarten war, weil Three Houses hat einen sehr hohen Maßstab irgendwie gesetzt, nachdem er rausgekommen ist. Also damit mitzuhalten war ein bisschen schwierig. Also ja. Bist du soweit? Ich glaube schon. Mir hat's aber gefallen. Ich finde es besser als Three Houses. Ja. Three Houses war irgendwie so. Als du sagtest, du musst mit deiner Vergangenheit abschließen, ging es dir nicht um die Zerstörung von Drachenhauch, oder? Nein. Ich sprach von Imran, dem Patriarchen der Kristallnen. Dann habe ich gerade im Journal gelesen. Sie will sich irgendwie rächen an dem. Gezwungen, all diese Gräueltaten zu begehen. Ich werde ihn töten. Nur so kann ich mein altes Leben wirklich hinter mir lassen und endlich nach vorne blicken. Und es wird mir auch gelingen. Dir an meiner Seite. Ich werde beweisen, dass ich kein Monster bin, indem ich zu diesem Typen gehe und ihn umlege. Ich will mal wetten, dass sie sich am Ende doch nicht entscheidet, ihn zu töten. Weil sie so in den Schluss kommt, so nein, ich bin kein Monster. Also so stelle ich mir halt irgendwie gerade vor, ne? Aber ich bin mir jetzt auch im Klaren, dass das Spiel sehr realistisch, also so, weil ich so von so mittelalterlicher Atmosphäre ist, von daher nehme ich doch etwas sehr Blutiges an. Also ja, vielleicht wird sie ihn doch kalt abboxen, ne? Weil so wie die hat irgendwie so, die tun halt irgendwie so, weil nicht so Setupen, weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht eine deutsche Übersetzung, ne? Das ist irgendwie so ein Setup, irgendwie so, so ah ja, sie wird total den Typen umbringen, aber hey, sie hat doch gesagt, sie will kein Monster sein, also wird sie ihn nicht umbringen, ne? Und dann irgendwas, weil nicht. Dann wird sie halt doch gezwungen, ihn umzubringen. Irgendwie so. Durch irgendwie so, weil wir vorstellen, wie das jetzt gleich ablaufen wird. Ne? So, Drachen auch. Nächste. Ich nehme an, immer wenn sie irgendwie so ein Kreuz hier, wenn diese dieses Schlachten-Symbol da ist, dann ist halt immer so eine Dungeon, ne? So ein Story-Dungeon. Denke ich mir so. Da ist immer was Wichtiges dann, was gerade passiert ist. Ne? So, der Bitterkristall, der aus dem feurigen Schund des heiligen Drustanus ragt, ist der Stützpfeiler, auf dem das Schicksal der abgeschiedenen Nation ruht. So, in der Regel schaffen wir die meistens immer in einem Part. Also, los geht's. Die Seidene See. Sturm. Ist das irgendwie der gesamte Kontinent der Name? Ja, ne? Sturm. Aber da gibt es auch noch so Sandbreck und so, ne? Rosaria. Aber wir sind doch in Rosaria, ne? Von daher. Ne? Künstlicher Trick. Du frierst die Gischt und machst damit Nebel. Hast du dir das selbst beigebracht? Sie haben mich dazu gezwungen. Wenn die eiserne Flotte auf See war, habe ich so ihre Bewegungen verbergen müssen.
Nur ein Kampf. Nein, du lügst. Oh nein. Das könnte die letzte Chance sein, die ich habe. Die letzte Chance. Ah, sie ist sowas von tot. Ich muss es tun. Was es auch kostet. Oh Gott, sie wird sowas von sterben, wie wir in Shiva freischalten, ne? Ich will mal wetten. Sie hat ihre Hand verwirrt. Sie ist für sie, weiß nicht, sie verarscht irgendwie wahrscheinlich oder verwandelt sich in Stein oder was auch immer mit den Trägern passiert. Irgendwie sowas, ne? Da ist er. Der Mutterkristall der Eisernen. Du meinst unser. Drachenhauch. Okay, wetten. Stehen bereit, ne? Wer glaubt, dass sie am Ende ja noch am Leben sein wird oder nicht? Wer glaubt, dass wir am Ende hier Shiva bekommen? Wenn sie das ist, müssen wir da irgendwie im Feuergebiet reingehen, ne? Und dann kriegen wir zufällig die Eis-S-Bahn, ne? Irgendwie so, keine Ahnung. Ist eine natürliche Festung. Ich denke, sie wiegen sich hier in Sicherheit. Die Rückseite scheint nach wie vor niemand zu bewachen. Das Heiligtum liegt im Vulkan. Wenn wir dem alten Pfad folgen, sollten wir zum Hintertor gelangen. Gut. Gehen wir. Feuer und Eis. Jedes Mal, wenn nach so einer Cutscene irgendwie die Kamera so schwenkt, ne? Das ist immer die gleiche Animation. Wir stehen dann so breit, die Kamera schwenkt so ein bisschen nach vorne. Bevor die Eisernen sie in ihre Klauen bekommen haben. So wie mich. 13 lange Jahre habe ich hier leben müssen. Immerhin kenne ich mich jetzt gut aus. Dieser Weg wurde nach einer Ätherflut stillgelegt. Er wird nicht mehr bewacht. Die perfekte Abkürzung. Okay, also ja, Karte darf man nicht. Na, wer lesen möchte, hier bitte. Naja, aber. Vorsicht. Ein bisschen langsamer. Ja, das Spiel musst du halt langsam machen, damit du nicht runterfällst. Sieh mal kurz gucken. Der Vegas hat gemeint, das könnte ein Stun-Effekt sein, ne? Die Welt zur Hälfte sich an den Zielen können durch zusätzliche Angriff zur Entladung gebracht werden. Ah, okay. Mich ein bisschen an Lux aus League of Legends. Wenn sie irgendwie, weil nicht. Wenn sie irgendwie, weil nicht so einen Angriff eingesetzt hat, dann waren die Gegner irgendwie mit so Licht markiert. Wenn ihr danach angegriffen hast, dann sind die explodiert und haben Schaden gemacht. Wir sind immer noch auf Level 24. Kann er hoffen. Die halten aber trotzdem viel aus. Muss ich wieder ein bisschen eingewöhnen in das Spiel. Ja, ein, zwei Tage her. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe den rechten Stick reingedrückt, um die Tür zu öffnen. Ich weiß nicht wieso. Ist das ein Erdbeben? Vulkan, das hier oft, und das ist ein kleines. Kein Grund zur Sorge. Ich dachte, wir sind ein Vulkan. Das ist ein Vulkanausbruch. Wie doof seid ihr eigentlich? Ich liebe diese Kombi, wie ich einfach nur in die Gegner so reingehe. Erst habe ich die kaputt mit dem einen Angriff, dann düse ich in die Reihen. Das funktioniert jedes Mal. Hm.
Was ich mich frage jetzt, wenn wir irgendwann alle S-Bahn freigeschaltet haben, dann können wir die an alle ausrüsten, oder muss ich mich dann entscheiden? Oh Gott. Für einige. Hi, wer bist du? Jetzt mal die kleinen Viecher hier. Habe ich gerade gesehen. Oh, der lag am Boden, okay. Oh. Schnapp sie dir, Torgal. Ah, hat er mich getroffen? Ich hab verdickt, zurück. Ups. Vergessen, weiter zu heil mich. Heil mich, du kleines Viech. Ja, den kann ich auch nicht sehen. Wow. Ich glaube, bin ich am Fliegen. Alter, warum kann ich den nicht ausweichen? Der hat so langsam angefangen, ne? Ey, das gibt's jetzt nicht, Mann. Wie wäre ich? Da macht er mich ja gerade so fertig. Bin ich ein bisschen weggegangen. Nein, nicht gut. Ach, oh mein Gott, ey. Das, ich wollte schon sagen, ich wurde schon wieder getroffen. War der fertig? Jetzt ein Minotaurus sein? Jetzt hat's gelesen. Okay. Vorne ist das Arboretum. Von dort kommen wir in die Höhlen. Okay. Was ist das? Achso, das ist die Keule von dem. Ich dachte, da wären irgendwie wie diese, wie in Star Wars hier, diese komischen Stachelbälle, die ich letztens begegnet habe. Ich wollte schon sagen, ich brauche ein paar Ertränke. Ich habe gesagt, ein paar. Ein Hauch von Wind. Windschlag. Ich nehme an, dass hier mein aufladbarer Angriff. Aber nee, habe ich noch gar nicht. Windschlag. Einsatz von Windschlag. Ist das dieser super Angriff? Gute Frage, was lerne ich hier überhaupt? Neues Windschlag. Nee, den Angriff hätte ich gerne. Oder warte mal, hier noch so. Die durch Angriff entladen werden kann und Ketten zum Gegner in der Nähe sendet. Bei einem einzelnen Gegner, oh, nicht schlecht. Wenn ich mal nur einmal hat man irgendwie 40, ich meine, ist ja klar, ne? Man kann nicht so viele Punkte bekommen, damit man ja einfach alles lernt, ne? Aber ich glaube, ich brauche viel zu viele. Da kommt ja schon direkt nach nächste. Ich kam gerade aus einem anderen Gegner, der nicht so einfach war. Ach, was ist denn hier passiert? Alles befallen. Halt. Da ist was drin, ne? Was ist da drin, ne? Super.
Ah, nee. Nicht ein Marlboro. Marlboro meine ich. In einigen Spielen hießen die Marlboros. Oh, der hat da gezielt, wo ich hingelaufen bin. Ach, nicht einatmen. Oh. Mal weg hier. Ah. Oh nein. Oh, die greift mich an. Willst du mich auf den... Na? Ich muss schon sagen, wie soll ich denn da rauskommen jetzt? Okay. Ich schon irgendwie versucht, irgendwie den Angriff einzufangen. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich weiß gar nicht, wie ich... Okay, ich kann den Lauter greifen. Ja, ich glaube, ich muss einfach nur hier raus, ne? Was ist das? Pass doch mal ein bisschen auf. Ich geh einfach mal hier raus. Ich weiß gar nicht, wie ich mich denn so richtig annähern soll. Ich glaube, das wäre immer das beste Timing, die Verwandlung einzusetzen, ne? Mein Gott, mache ich viel Schaden. Weil da kommt immer diese komische Cutscene irgendwie, nachdem ich die gebrochen habe. Und dann kann ich mich, glaube ich, nicht bewegen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich mich immer schön verwandeln. Ja, es gibt irgendwie diese Cutscene. Einen Angriff kenne ich doch. Wieso können die springen? Ja. Haben die mich das nur verlangsamen? Oh Gott. Nein, so fertig. Oh, hier bin ich sicher, ne? Nein, da wollte ich nicht. Dachte, wollte ich. Ich muss mal ein bisschen geduldig sein, ja. Ich glaube, runter. Jill, pass auf. Oh, oh.
mal. Weiß nicht, warum ich gerade so vorsichtig bin, ne? Aber gib mir Donner. Na, komm. Jetzt ein bisschen Heilung. Ach komm schon. Muss ich doch noch ein bisschen heilen. Okay. Kannst du mal ein Elektrum hinterlassen? Da brauche ich irgendwie für irgendeine Waffe. Morbol erlegt. Weiter? Ja. Kamera? Na okay, Cutscene. Musst du mal darauf achten, immer wenn wir aus einer Cutscene rauskommen, die Kamera ist immer irgendwie die gleiche Perspektive. Dieser Übergang zu Gameplay wieder. Ja. Okay, aber ich habe aber mein Ding noch. Ich muss schon sagen, wenn das jetzt abgelaufen ist, ne? Ganz schön heiß hier. Wir sind jetzt im Innern des Vulkans. Man gewöhnt sich daran. Boah, ey. Obwohl es heißer ist, als ich es in Erinnerung habe. Die Kommentare, die abgeben, ne? Da ist Lava. Ganz schön heiß hier. Was, wenn wir unter Wasser wären? Ganz schön nass hier. Langsam schon. Sie werden stärker. Das stimmt nicht. Ich habe ein sehr fischiges Gefühl über diese Angelegenheit. Hey, Skorpion. Ganz schön stachelig. Oh mein Gott, ich merke gerade, die heißen Stachel. Schlachtstachel. Ich wollte nicht so offensichtlich, wollte ich nur Laube da nicht machen. Hey Clive, was sagst du zu dieser Höhle? Ganz dunkel hier. Okay, ich bin bereit für den Boss. So, jetzt ist das ein bisschen schwierig, ne? Weil ich habe jetzt 4 Balken, ne? Sonst feuere ich die Sachen natürlich immer so raus. So, oh, ich brauche ein bisschen Heilung, aber ich habe nur einen Balken. Boom. Heile ich mich mal, ne? Aber jetzt habe ich 4 Balken. Jetzt ist es schon so ein bisschen, weiß nicht. Jetzt muss ich wahrscheinlich schon darüber nachdenken, wann ich das einsetze, ne? Oh, ne. Okay, ich war gerade im Aufladen. Ich wollte eigentlich dein Ding hier zurückwerfen. Okay. Also wieder dazu. Ich kann jetzt schon durchsprechen damit. Ah, da sind meine Dinger wieder weg. Okay, ist gut. Eingefangen, zurückgeschossen. Ja, nicht zurückgeschossen, aber bin schon mal, ich meine. Ne? Boom. Was ist das? Und das. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich bin eigentlich auf ihn drauf düsen. Okay, sehr cool. Oh, das ist eine Truhe. Oh, Piece of Candy. Oh, Piece of Candy. Oh, Piece of Candy. Ich kann das nur in der Stimme von Hades hören. Von Herkules. Man war ja auch die Stimme von Hades, ne? Aber jetzt. Nachdem mir aufgefallen ist, nachdem ich das sehen habe, halt. Da müssen wir rüber. Das
ist mir erst so aufgefallen. Okay. Jill, kannst du mal so ein bisschen Eis machen? Ich meine nicht für den Weg, ich meine für mich. Ich hab Hunger auf Eis gerade. Ja, sie ist ja Shiva. Ich wollte gerade sagen, ne? Das wird knapp. Komm her. Das machen wir nicht nochmal. Okay, wie viele Stunden kennen wir sie jetzt schon? Wie viele Ingame-Stunden? Wir sehen sie zum ersten Mal, wie sie irgendwie was außerhalb des Kampfes mit ihrer Fähigkeit macht. Ihre Esper-Fähigkeit. Ich gehe jetzt einfach zurück. Sie hat sich einfach nur zu mir umgedreht, Bro. Hey Jill, das war ziemlich cool von dir gerade. Oh Gott. Mehr gerade gegen was ich erkämpfe. So. Oh. Bin ich gerade aus seiner Exekution ausgegangen? Ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn man irgendwie auf die Gegner drauf tritt. Ich bin irgendwie raus. Ich bin irgendwie raus. Gesidejumped. Sidestep meine ich. Meine. Ja, der hat ja noch volle AP fast. Du wirst ja nicht erklären. Bin ich irgendwie überlevelt? Apropos überlevelt. Bin ich irgendwie überlevelt? Ah, ein Heiltrank. Da weiß ich, jetzt kriege ich 1 Million, ne? jetzt wo ich absolut keine Probleme habe, ne? Und hier die ganze Zeit voller AP bin, ne? Jetzt kriege ich natürlich Dutzende. Nicht mehr rüber. Suchen wir einen anderen Weg. Boah. Leute, sieht so aus, das müssen wir rüber springen. Drachen auch. Es ist nicht mehr weit. Ja, oh mein Gott, ich glaube das einfach nicht. Weil jetzt kriege ich 1 Million Tränke, ne? Jetzt wo ich voller AP habe, gar kein Problem mit den Kämpfen hat, ne? Und wenn ich hier rumlaufe mit nur keinen einzigen Trank, ich habe keine AP, dann kriege ich nichts. Was zur Hölle ist das? Und ich habe die geringste Ahnung. Das ist wie ein Plan. Ja, okay, chill mal. Ich sehe irgendwie nur, wie da irgendwie einen Angriff nach den anderen auf uns rumballert. Ja, was ist das? Boah, ich kann gar nicht sehen, man der irgendwie angreifen, aber nicht, ey. Sag. Oh, war eine Parade. Ich dachte, ich habe ihn gebrochen. Also die Hälfte von seinen Angriffen, von seiner AP. Mich den ja machen kann. Meiste Fähigkeit eigentlich blinde Gerechtigkeit. Okay, ich bin schneller. Jawohl. Ich bin nicht nach einer sehr gute Fähigkeit.
Na, das war ein Flan oder ein Pudding. Noch sehr beliebte Final Fantasy Charaktere. Mithril-Armbänder. Oh. Neue Ausrüstungsgegenstand. Was gibt's das denn? Guck mal hier. 19 mehr Verteidigung. Ja, bitte. Aber wann haben wir diese? Die haben wir bekommen, als wir unsere neuen Klamotten bekommen haben. Ich weiß nicht, wie stark diese Sachen waren, die wir noch, die wir uns herstellen konnten. Wir haben irgendwie jetzt ein Rezept hier irgendwie für neue Klamotten bekommen. Und ich weiß, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel mehr AP, wie viel mehr Verteidigung sie uns geben und so. Ne, aber jetzt mal wieder ein neues Armband haben, nehme ich mal an, der Sprung wird jetzt nicht mehr so hoch sein, ne? Von den Verteidigung oder so. So, jemand kämpfen wir denn hier? Das ist immer ein Boss Rush nach dem anderen, ne? Okay, er sah jetzt aus wie so ein riesiger Bomber, oder? Die kommen nie aus der Lava. Ist wohl der Kleine hier, der den Vulkan so zum Kochen gebracht hat. Aber gegen sowas nicht schon mal gekämpft? Falscher Knopf. Das ist nicht. Jedi Fallen Order und Survivor, wo Kreis ausweichen ist. Ich habe gerade voll Kreis eingesetzt, um auszuweichen. Weihrauch. Okay. Das machst du, okay. Alla, okay, ist gut. Ein bisschen locker bleiben hier, okay? Aber okay, da habe ich gehört, wie jemand voll weggenockt wurde. Ich kann sowieso nichts machen da, ne? Hat funktioniert. Oh Gott. Ah, ich wollte ja schon weggehen, Mann. Ich gerade gegen einen Salamander gekämpft, da ist schon genug Echsen. Boah, ich vergesse mal, ich Phönixflug einsetzen kann, um auf die Gegner durch zuzudüsen, ne? Immer den ganzen Weg dahin zu rennen. Na, du bist aber von dort jetzt. Jetzt alles auf ihn aufballern. Muss ich noch nicht chill. Au. Au, ja. Kann ich auch ausweichen jetzt hier? Der ist viel zu fett, ey. Ich kann ihn ja gar nicht ausweichen manchmal. Oh, ich kann seine Beine angreifen separat, sehe ich gerade. Hat geklappt. Boah, wie oft machst du das noch? Okay, der. Okay, der ist gerade ein bisschen. Ja, okay, ist gut. Was? Ich will Angriff, der auf einem Dorf voller.
Perfektes Ausweichen. Also viel AP übrig. Ex-Hase, geh mal weg. Na, ich bin ausgewichen. Das ist mir ein bisschen zu krass gerade. Voilà. Mal einen Heiltrank ein, wenn es geht. Okay. Übrigens der falsche Angriff. Was ist das? Oh mein Gott. Voilà. Ach, langsam kriegen wir eine Menge Fähigkeitspunkte. Knorrige Schuppe. Das ist immer noch kein Elektrum. Okay. Ich glaube nicht, dass der tot ist. Der kam nur aus der Lava raus gerade. Danke. Der hat ganz schön Radau gemacht. Hoffentlich hat das niemand gehört. Zu den inneren Kammern geht's da oben. Von dort weiter zum Heiligtum. Ich bring das zu Ende. Bevor die Hitze mich umbringt. Dann los. Okay. Wir schleichen uns durch den Dienstflügel ins Sanktuar. Dort wird allerdings viel los sein. Da habe ich übrigens in Super Mario Spielen auch noch nie verstanden. Das stimmt wohl. Aber es gibt dort jemanden, der uns helfen kann. Wenn man immer gegen Bowser kämpft am Ende, ne? In den meisten Kämpfen muss man den irgendwie in die Lava reinballern, ne? Was irgendwie keinen Sinn macht, weil meistens kommt Lava immer aus der Lava. So, also. Ich glaube nicht, dass das wirklich tot ist, ne? Da wäre wahrscheinlich irgendwie, wenn ich im Koma liegen, ne? Auf dem Grund der Lava, aber da kam ja aus der Lava raus, von daher. Versteht ihr, was ich meine? Stehst du still? Tust du es verstehen? Was macht Torgal überhaupt in unsere Truppe? Torgal hat null Daseinsberechtigung. Jetzt einfach nur da. Okay. Lass mich raten, wir treffen jetzt den Patriarch, ne? Wir stellen fest, der ist voller Drecksock, ne? Mal wetten. Heute im Foreshadow-Modus. Schwester Marley, ich bin's. Bei der Mutter. Jill? Unmöglich. Doch, ich bin es. Wir können hier nicht reden. Kommt mit. Ja, lauf doch auffälliger. Wenn wir einfach normal vorbeigelaufen wären, hätte niemand Verdacht geschöpft wahrscheinlich, ne? Aber Clive rennt einfach so schnell weg hier. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich auch. Ich bin auch froh, mich zu sehen. Haben dich alle guten Geister verlassen? Warum bist du zurück? War die Freiheit denn so schwer zu ertragen?
Vergebt mir, Schwester. Aber ich konnte nicht hinnehmen, was an diesem Ort geschieht. Sagt mir, wo ist der Patriarch? Zu dieser Stunde ist er im Sanktuar bei seiner Andacht. Ihr meint, oh, dieser Unmensch. Clive, wir müssen schnell zum Heiligtum. Los. Schwester Marley, ihr müsst von hier fliehen. Nehmt eure Sachen und geht. Hör mir zu, Jill. Inelak, Lord! Wir haben Besuch. Hier entlang. Okay. Folgt diesem Gang. Er führt direkt zum Sanktuar. Kommt, beeilt euch bitte. Ich danke euch. Gott, siehst du, was er tot. Ihr wart hier immer meine einzige Hilfe. Mein Licht in der Dunkelheit. Rettet euch, Schwester, bitte. Ihr verdient ein besseres, ein glücklicheres Leben. Das müsst ihr mir versprechen. Mir auch dein Wort geben. Oh. Komm, Clive. Wir sind fast am Sanktuar. Gut. Uff. Das ist ja Bowsers Schloss. Weiß nicht, dass ich über das gesamte Spiel hier irgendwie nicht meine Heiltrank-Kapazität erhöhen kann. Das ist schon krass. Ich meine, man kann Elixiere mittlerweile. Oh ja. Unser Empfangskomitee. Ich hatte schon genug von ihrer Gastfreundschaft. Ich meine, man kann sich auch mittlerweile Elixiere und ja einen voll heilen, ne? Aber schon krass. Hey, was geht, na? Wollte ich nach den neuen Gegnern nähern sich noch mehr neue. Mal wieder, bis das ja voll ist. Oho, oho. Au. Oh, ich war da. Ja, ich bin auch her. Okay, boah, ich hätte beinahe nach unten gerückt jetzt. Ach so, wenn ich abwechsel, ja, stimmt. So, warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Auch komisch, wenn ich im Kampf bin, ne? Dann kann ich diese Phönixflugdinger voll schnell hintereinander anketten, ne? Aber außerhalb des Kampfes ist immer so ein Delay irgendwie so. Damit ich ja nicht irgendwie schnell hier rumrennen kann, ne? Oh gut. Ich habe so das Gefühl, wir bekommen ja so ein kleines Déjà-vu von was damals mit Zid passiert ist. Beim Kristall. Ich war schon lange irgendwie den Verdacht, dass Jill das hier nicht lebend herausschafft, ne? Wie viele denn noch? Bist du denn? So viele. Das ist der Henker aus, aber Resident Evil 5. Ah, kommt doch mal hier hin.
Also ja, klappt, okay. Nein, da wollte ich. Nee, da wollte ich. Boah, das war da geschafft. Wo sind die immer noch Level 24? Nein, Mann. Boah. Wenn mal jemand dir helfen, wo seid ihr? Oh, seid ihr fertig? Haha! Da wurde Jill gerade voll weggeballert. Boah, nicht gesehen. Nein. Ah, Dreck. Ja, mach ich eigentlich. Nein, ich bin an ihm vorbeigedüst. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Was soll ich fertig? Jill, pass auf. Au. Hab ich gesehen, dass der zum Angriff war. Wird schneller. Ah, oh Gott. Jill, erschreckt mich nicht so. Ich darf einmal jetzt noch ein paar Punkte kriegen, dann können wir diesen Windangriff hier lernen. Euro Schade finde ich langsam auch richtig gut, ne? Ist nur ein bisschen riskant, ne? Aber Klonk. Falls noch jemand überlebt hat, einmal stützen bitte. Hallo? Nein, jetzt geht's weiter, Jill. So. Ja, wir sehen, geht's weiter. Ja, ich wusste es. Irgendwas ist hier. 1620 Gil, die ich für nichts brauche. Jetzt sollte ich etwas in etwas Musik investieren. Clive, es gibt etwas, das du wissen solltest. Der Patriarch hat entsetzliche Dinge vor meinen Augen getan. Und ich habe mir geschworen, dass er durch meine Hand stirbt. Okay, okay, chill. Ich stehe hinter dir. Genau wie du bei mir. Wir haben es gecheckt. Du willst den Typen abmurksen. Ich werde diesen Mann töten. Chill, chill. Okay, chill. Chill, chill. Hey, bitte. Gott. Habe ich auch nicht so schwierig. Alter. Ich dachte, ihr wollt euch um die kümmern. So, ich gebe dir jetzt immer noch ein paar Schläge und dann greife ich dich wieder an. Doch einmal so knapp. Okay, so geht's auch. Nein. Kling, kling, kling. Weiß ich auch mal, dieses Geräusch erinnert, so kling, kling, kling. Als erstes mal, ich denke, ist irgendwie Crash Bandicoot. Entschuldige, was? Boah. Da hinten.
Ich war beim zweiten Angriff ausweichen, aber ging wieder nicht. So, dann geh weg von dir. Es gibt wahrscheinlich ein paar Heiltränke oder so wieder, ne? So. Ah, guck mal. Ich habe was herausgefunden. Ich habe abgebrochen nämlich. Und zwar hat er dann runtergerundet, nehme ich mal an. Die letzte Anzeige, die noch voll war, ne? Das heißt, man verliert doch nicht alle seine Dinger, wenn man irgendwie hier. Genau, das Infernus, ihr Licht. Ich habe das Gefühl, ihr wart schon leicht der Boss. Kann ich trotzdem schon mal reingehen? Was ist hier eigentlich? Der Gegner in der Nähe verfolgen, bei Kontakt mitreißen und ihnen mehrere Treffer zufügt. Da sieht schon wieder nach so einer voll Overkill-Attacke aus, ne? Die ich eigentlich gar nicht brauche. So normale Gegner. Ich würde eher den hier nehmen. Ich habe großen Schaden bei einem einzelnen Gegner verursacht, ne? Das klingt für mich. Ja, guck mal, wir haben Schaden von den Angriffen, ne? Ich glaube, den Angriff will ich irgendwie eher haben. Mit so einem ultimativen Angriff, ne? Gut. Gehen wir schon mal hier rein. Genau. Guten Tag, ich bin euer Bösewicht für diesen Abend. Vergebung für dein Scheitern flehen? Jahre folgte ich euren Befehlen, führte eure Kriege. Alles nur, um die Kinder zu schützen, die wie ich verschleppt wurden. Und was habt ihr getan? Habt vor meinen Augen ihre Kehlen aufgeschlitzt. Sadist. Ihre Seelen waren besudelt von unreinem Äther. Ich habe mich erbarmt, Erlösung gebracht. Sie mussten büßen. So wie die heilige Mutter verlangt. So wie auch du büßen wirst. Denn ein Monster wie du hat sein sündiges Leben verwirkt, wenn es nur einen Fuß in dieses heilige Sanktuar setzt. Ganz recht. Ich bin ein Monster. Und meine Seele ist schwarz wie Pech. Doch nicht durch Äther. Sondern durch die Bosheit von Männern wie euch. Ihr seid schuld, dass ich die Dunkelheit in mir verschließen musste, statt sie zu bekämpfen. Dies ist meine Buße. Hört gut zu, euer Monster ist tot. Und ich werde euch kein neues erschaffen lassen. Die Bestie wagt sich ihrem Herrn zu widersetzen?
Komm ruhig, Dominus. Wüte, sei, was du schon immer warst. Ein Monster. Und was seid ihr? Imran? Ich wurde dazu gezwungen. Ihr tötet aus Freude. Doch nie wieder. Wie ich einst vor euch, werdet nun ihr euch vor mir verbeugen. Tötet sie. Okay. Ja, wollte ich gerade sagen. Joshua. Ja. Was ist diese andere Person? Wer ist er denn? Guten Tag, ich bin euer Boss für diesen Abend. Oh nein, genau gleich passiert wie im Z, ne?